Ich finde, dass das die Volksmusikakademie ein Geschenk ist. Jetzt nicht für mich, sondern eher für die Sänger, Tänzer, Musikanten, die das einmal nutzen werden. Weil wenn man sich irgendwie was wünschen hätte dürfen, was man möchte für die Volksmusikpflege, dann hätte man bestimmt gesagt, so ein Haus, das war nicht schlecht. Und jeder hätte dann gesagt, ja, wie soll man denn das zusammenkriegen? Und jetzt gibt es das Haus in Freyung und das ist schon ein ziemlich erhebendes Gefühl, finde ich. Ja, da hat man sich auch beraten lassen. Am ersten stockt man tatsächlich, wenn der Raum komplett in Schwarz gehalten ist. Aber die Fachleute haben uns beraten, dahingehend haben gesagt, wenn das so ist, dann kann man sich optimal darin konzentrieren. Und man soll am Dirigenten fokussiert sein auf seine Noten. Und das funktioniert in einem schwarzen Raum scheinbar am besten. Da gibt es einen Schubkorn, da gibt es einen schwarzen Burm, da gibt es die alte Kat, sodass man praktisch die Region, das spezielle musikalische Element der Region, den Zwiefachen, auch immer ein wenig präsent hat. Im großen Probensaal gingen über 90 rein, dann haben wir noch 11, beziehungsweise die zwei im zweiten Stock, 13 Probenräume zusätzlich. Da kann ich auch noch mal 12, 15 Musiker reinpacken, ohne dass es eng ist und die fühlen sich auch wohl. Also wenn wir das ganze Haus mit Musikern voll haben, ohne Gewölbesaal, dann haben wir wirklich für 220 Musiker Platz. Danach, außerhalb im Üben, möchte man sich natürlich mal zusammensitzen mit seiner Kapelle oder mit den neuen Leuten, die man kennenlernt. Und da gibt es den Gewölbesaal, ein wirklich toller Raum, der eigentlich einmal als Roststuhl gedacht war. Und da haben die Brauereirisser drin gestanden früher und dann hat es die Bundeswehr mal genutzt. Und jetzt ist er wiederhergestellt worden und er strahlt in voller Schönheit. Und also schöner hätte man gar nicht bauen können. Und noch schöner ist natürlich, wenn der 130 Jahre am Buckel hat.